Hallo und herzlich willkommen hier wieder zurück bei Minecraft nicht Let's Play, sondern Minecraft Infinity Underground. So, meine Freunde, wie ihr seht, unsere Turtles waren fleißig. Wir haben die endgültige Größe erreicht, die wir haben möchten. Ja, ich schalte mal kurz das Fernlicht an. Und ihr seht, es ist gigantisch. Ja. So, unsere Reaktoren, das sind die Außengrenzen. Ich habe hier überall Magnumfackeln hingestellt, damit wir keinen Monster-Spawn haben. Und ich fliege jetzt einfach mal kurz hier so rum, damit ihr das Ausmaß seht, was wir hier an Platz haben. Und ich hoffe mal, dass der Platz auch reichen wird, ja. Wir haben, sagen wir, die Hälfte der Insel komplett unterhöhlt. Und es sind auch teilweise unterm Ozean. Da oben sieht man die ganzen Minenschächten, was da gab. Ja, hier war zum Beispiel ein riesengroßer Wasservorrat. Da oben, genau, wenn ich jetzt hier hoch buddel, sind wir direkt am Ozean. Ja. So. Also es ist wirklich riesengroß. Ich mache mal das aus. Und was jetzt dann ist, was wir machen, ich habe das auch schon ein bisschen eingestellt, aber das kann ich nicht während dessen machen, wenn ich aufnehme, weil das ist so ressourcenlastig, also Server-ressourcenlastig, dass dann nebenbei nichts geht. Aber ich kann euch das dann mal zeigen kurz. Das machen wir mal schnell und dann wird es auch kurz ruckelig. Also ihr seht die Ausmaße, ja. Ja, richtig Platz. Hier ist der Aufgang zu Exposito. Den lassen wir natürlich. Wir werden den auch wieder ein bisschen schön machen. Aber eins nach dem anderen. So, jetzt brauchen wir natürlich auch eine Decke und eine Seitenwand. Ja, und ich habe hier ein bisschen was vorbereitet. Das habe ich gemacht, kurz bevor ich jetzt das hier aufnehme. Und dass ihr seht, warum ich das nicht während dem Let's Play machen kann. So, ich schalte es jetzt mal an. Passt mal auf. Zack. Und jetzt ruckelt es ohne Ende. Und so seht ihr, so wird es aussehen. Das wird nebenbei laufen, ja. Also, ich kann da nicht aufnehmen oder spielen, groß nebenbei. Es ist absolut ruckelig, ja. Was wir aber jetzt machen, ich habe eigentlich schon beschlossen, dass wir da Sandstein nehmen, weil ich möchte auch die Pyramide aus Sandstein machen. Und wir müssen das bisschen hier automatisiert machen, ja, dass wir da quasi ohne Probleme das hier ausgehöhlt kriegen. Hier oben, das müssen wir dann halt wieder freiklopfen, aber das ist kein Problem, das machen wir dann schnell, ja. Und die Pyramide, das wird auch noch so ein Ding. Ich weiß noch gar nicht, wie ich das mache, aber die wird ja auch komplett aus Sandstein. Das da oben wird auch noch mal entfernt hier. Unser Tower ist ja fertig. Und das ist genau der Mittelpunkt. Und es passt genau. Wir haben hier genau ein schönes Quadrat. So, und was wir jetzt mal gucken müssen. Wir brauchen diesen autonomen Activator. Ja, und dann sollten wir mal schauen, wie wir das am besten mit dem Sandstein hinbekommen. Ob wir da vielleicht auch noch was schisseln, ich weiß es nicht. So, Ack. Nee, da ist er. Autonomer Aktivator, brauchen wir nur einen. Den stellen wir gleich mal dorthin. Und dann werden wir da auch eine Stromleitung hinlegen. Eine Strom- und Itemleitung, wo das direkt dann quasi sich holt. So, da ist mal der. Und jetzt müssen wir mal schauen. Strom, wie machen wir das? Ich werde hier, nee, können wir auch überirdisch legen, weil das bleibt ja nicht. Nein, wir machen das nicht. Mit der Sprotter.
Doch, ja, machen da eine Stromleitung. Und zwar gehen wir von hier ab. Magnetiegel, den lassen wir mal stehen. So, ich hole mal eine Stromleitung, dann versorgen wir den gleich mal mit Strom. Ich hoffe, wir haben genügend da. Wir haben bloß nur 5 Stück da. Das heißt, wir werden uns ein paar Stromleitungen machen müssen. Ender. So, wo haben wir es denn? Die Stromleitung. Mal gucken, ob mir... Ah, ich sollte vielleicht auch das anklicken. Dass wir das hinbekommen hier. Jawohl. Ich mach mal so. Ja. Also wir gehen hier hoch. Hier rum. Das hier tun wir deaktivieren. Und wenn das dann erledigt ist, dann fangen wir an mit den einzelnen Gebäuden, was wir vielleicht heute sogar noch anfangen, weil ich habe ja gesagt, wir werden noch den dritten Reaktor bauen, damit wir dann unseren Lasertool aufbauen können. So. Wisst ihr was, ich gehe da noch eins hoch. Zack. Ist er nicht so im Weg, ne? Ja, die werden nicht reichen. Da werden wir uns noch ein oder zwei machen müssen. So. Dann gehen wir ein bisschen darüber. Die Items, die bringen mir dem dann mit der Truhe. Nur Strom, das müssen wir halt legen hier. Ne? Das sieht jetzt nicht schön aus, aber hier sieht im Moment gar nicht schön aus. Aber das kommt noch. Oh oh, es reicht nicht ganz, ne? So. Ja, wir machen uns noch ein bisschen Strom. Das ist ein Datter wieder für die Musik heute Morgen hier. So. Moment, das haben wir gleich hier. So, das jetzt muss eigentlich reichen. Wir brauchen eh immer Strom. Also so ist ja nicht. So. Nein. So. Gut, dann müsste er jetzt eigentlich Strom haben. Ja, er lädt auf. So, jetzt Sandstein. Das wird eine interessante Sache. Und zwar nehmen wir uns da dafür nicht diese hier. Moment, da hatte ich doch... Das müssen wir erstmal schauen. Erde, Kies, hellgrüner, habe ich irgendwo, habe ich da nicht Sandstein irgendwo drin? Oder Sand? Ton, Sand, hier Sand drin, 7275. Der hier war das, ne? Okay. Dann brauchen wir jetzt eine Itemleitung. Jetzt müssen wir uns das hier erst einmal ein bisschen
rausziehen. Warte mal. Items. Jetzt ziehen wir uns das hier erstmal dahin, wo wir ein bisschen Platz haben. Wie sieht es denn hier aus? Warte mal. Kommen wir so rum? Boah, sieht das interessant aus hier. Ob ich das. Das wird irgendwann alles auseinandergefuddelt. So, da gehen wir da hoch. Dann gehen wir so rüber. So. Nein! Ach, das ist doch wieder typisch, ey. So. Das ist das. Und jetzt haben wir da noch eine Werkbank. Werk. Wie heißt denn die von Ender? Warte mal. Wir haben hier von Ender.io hatten wir eine Werkbank. Warte mal. Fertigungsapparatur war das. Hatten wir? Fertigung. Ich war mir sicher, wir haben so einen. Steht der hier irgendwo rum? Ich wäre mal ganz sicher, dass wir mal eingebaut haben. Legierungsschmelze. Ist der vielleicht da drin? Ich weiß es nicht. Da drin ist er nicht, oder? Nee, das ist der Redstone-Ofen. Eieieiei, wo ist denn der? Na gut, dann müssen wir uns halt einbauen, ne? Stimmt, aber habe ich ja auch noch was machen müssen. Ja, das kommt auch noch. Ja, das machen wir gleich, sonst vergesse ich das nämlich. Ja. So. Ich brauche einen Filter, warte mal, sonst vergesse ich das. Filter. Ich muss da kurz das machen, sonst vergesse ich das. Das wollte ich nämlich gestern noch machen. Aber. Habe ich glatt vergessen. So, extrahieren. Zack und zack. Und immer aktiv. So, jetzt müsstest du eigentlich rausgeholt werden. Okay. Gut, wir wollten eine Fertigungsapparatur bauen. Mir sicher, ich hatte einen.
Aber der ist mir jetzt echt zu kompliziert. Das gucken wir mal. Da hat's. Warte mal. Fertigungs. Was ist denn hier? Ein Werfer. Fermentierer. Blockentferner, Auswerfer. Nee, das wollen wir alles nicht. Werkbank. Was haben wir hier? Ein Wasserkraftwerk. Mahlwerk. ME. Laufwerk. Nee, wollten wir auch nicht. So, okay, dann machen wir es jetzt ganz einfach. Auto. Guck mal, was mal. Automatischer Zaubertisch. Plattenspieler, Spawner, Endzauberer, Amboss. Brauestand. Nee, das gefällt mir alles nicht. Wir gehen mal direkt zu Mind Factory Reloaded. Gucken mal, was der mir anbietet. Wo ist es denn? Mind Factory Reloaded. So, was haben wir denn hier? Maschinenblock, Pflanzer, Fischer, Ernter, Ranger, Dünger. Blockentfetter, Schlag, Kloake, Mobzähler. Nee, Braustand. Blockzertrümmerer. Automatischer Biodiesel. Nee, ein Vereiniger. Ich weiß es nicht. Könnte Vereiniger sein. Ne, der Vereiniger ist was anderes. Okay. Was gibt es denn noch? Wir waren jetzt gerade bei Mine Factory Reloaded. Ich möchte nicht den von Big Dings. Okay, wir bauen uns den von Ender.io. Egal. Wir nehmen uns den hier einfach. Slice and Spice, Ender.io. Ich habe jetzt im Moment keine andere Idee, was man da nehmen können. Hier. Okay, wir brauchen eine Maschinenhülle. Und was fehlt? Warte mal, fährt. Fertigungsapparatur. Hier ist er. Uns fehlt Eisengitter. Machen wir mal ein paar Stück. So, und dann eine Maschinenhülle. So, dann brauchen wir Solarium. Haben wir natürlich nicht. 1, 2. Gold. 1, 2. Hauen wir das gleich mal kurz hier durch. Legierung. Gold und Solarium. Und gib Gas, Alter. Wir brauchen das. Hopp, hopp. Und dann brauchen wir einen Zombie-Kopf. So, okay, das haben wir, den Zombie-Kopf. Silizium brauchen wir, Silizium. Silizium müssen wir auch mal wieder machen. Redstone und das Solarium. Redstone haben wir hier einmal und Soul. Da müsste ja fertig sein. Einer, wow.
Und noch einer. Perfekt, dann lassen wir das gleich mal durchlaufen. So, zack, zack, zack und zack. Gut, dann gucken wir mal weiter. Nein. Ja, wir brauchen bloß den und dann ist es fertig. Und da ist er. Perfekt. So, und den stellen wir hier hin. Jetzt holen wir uns mal Sand. Jetzt will ich mir das erstmal angucken. So. Machen wir den normalen Sandstein. 1, 2, 3, 4. Halt. Herkommen. Ich will mal gucken, wie das aussieht, der an der Wand. Bevor wir uns das da letztendlich endgültig entscheiden. Nein, nicht dieser. Da, das hier. Ja. Wie sieht es aus, wenn der so ist? Hm. Okay. Schüssel, ja, unser Schüssel, warte mal. Dann holen wir uns mal raus hier. Meißel. Komm her, du. Okay, was haben wir denn hier alles? Der hier ist der normale Sandstein. Hier angucken. Oh, oh, Gewitter. Kann mir aber egal sein hier unten. Ich weiß es nicht. Nee, keine Ahnung. Mehr. Jetzt machen wir mal Folgendes, was ich noch probieren möchte. Eine Schüssel und dann wieder zurück. Kann ich den brennen? Ich habe keine Ahnung, ey. Schlimm, schlimm sowas. Nee, da geht er nicht. Okay, das geht nicht. Dann machen wir einfach ganz normalen Sandstein. Heißt, zack, 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 zack. So, und dann braucht der natürlich noch Strom. Aber haben wir natürlich weggeräumt, ne? So, der kriegt Strom. Nein! Insertieren. So, und da müssen wir natürlich das noch aktivieren. Immer aktiv. So.
Der müsste mir jetzt Sandstein herstellen. Wunderbar. Jetzt braucht man die Endertruhe. Endertruhe. Welche nehmen wir denn da? Was haben wir denn da gehabt? Die hier. So, Endertruhe. Zack. Ist die hier. Okay, und dann können wir den hier nämlich konfigurieren. Output. So, die geht da rein. Perfekt. Dann kriegen wir hier also immer Sandstein. So, der Strom, der geht dorthin. Und dann setzen wir jetzt hier nämlich die Endertruhe hin. Zack, da kommt unser Sandstein an. Und jetzt machen wir hier, weil bei dem geht es nicht. Habe ich schon ausprobiert. Ah, klar, falsch. So. Müssen wir ja eine Itemleitung hinmachen. Zack. Insertieren. Und hier immer aktiv. So, da müsstest du Sandstein bekommen. Schön. Das lassen wir dann mal schon mal ein bisschen rotieren hier. Und dann würde ich sagen, schalten wir das Ding einfach mal an. Und gucken mal, wo er anfängt, ja. Würde mich ja auch interessieren, wo er anfängt. Und ich hoffe mal, dass wir genügend Sand da haben. 6500. Ja, schauen wir mal. Wir werden... Oder, ja, nein, ich werde hier eine Sandproduktion starten. Wir werden uns noch Sand produzieren. Und zwar, ja, das wird jetzt ein bisschen längere Folge, nehme ich den hier. Den brauchen wir nämlich gerade nicht mehr. So. Einmal. Und hier ist so unser Cobblestone drin. Insertieren. Extrahieren immer aktiv. So, was kriegt man jetzt hier raus? Sand. Sehr schön. Jetzt gehen wir natürlich dann von hier oben. Da muss natürlich noch an Strom angeschlossen werden. Ganz klare Sache. So. Dann geht das Sand nämlich hier rein. Insertieren. Und immer aktiv. Geht der Sand jetzt hier raus? Ich weiß es nicht. Wir müssen den auf jeden Fall noch ohne mit Strom versorgen. Ich glaube, ich habe hier unten eine Stromleitung.
Ja, hier ist eine. Das kommt natürlich wieder weg. So, der kriegt wieder Strom. Jetzt müssen wir bloß noch gucken, dass ich den Sand daraus transportiert bekomme. Nein, einen Filter holen. Filter, zwei Stück. Einmal, zweimal. Und dann den Strom da wegmachen. So, Filter. Und weg mit dir. Sand. Ich muss jetzt bloß gucken, dass der abtransportiert wird. Ah, grad ging's. Wird der jetzt abtransportiert oder nicht? Jetzt nicht. Okay. Ich glaube, das funktioniert jetzt. So, jetzt müssen wir den Kies noch rauskriegen. Kies ist hier, ne? Nein. Das ist Erde. Kies ist hier. Okay. So. Ach Mann, ey, immer mache ich es falsch. Nein, 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 nein. Wo war der Kies? Nee. Noch eins. So. Das muss hier auch alles getrennt werden. Und der hier auch. So. Insertieren. Hier kommt... Na, mal her. Kies. So, jetzt müssen wir bloß noch gucken, dass der auch noch wegkommt hier. So. Also theoretisch läuft's. So, der transportiert darüber. Ja, das wird nochmal eine große Baustelle. Mal schauen, wie lange wir dafür brauchen. So, der ist voll. Und dann werde ich jetzt sagen, mir aktivieren. Und jetzt wird es natürlich ruckelig werden, wie Sau. So, und jetzt erzähle ich euch noch ein bisschen was.
ab nächste Woche, also vielleicht schaffe ich es heute noch, eine zweite Folge rauszubringen, aber ab nächste Woche wird es dann ab Montag täglich nur noch eine Folge geben. Am Wochenende gucke ich, dass zwei Folgen kommen. Weil es beginnt ja dann Far Cry New Dawn und da müsste ich ja auch ein bisschen Zeit haben zum Aufnehmen. Und Assassin's Creed wird auch noch laufen. Und darum muss ich jetzt hier dann mal hier ein bisschen zurückstecken. Aber es wird weiterlaufen, das Minecraft. So, jetzt gucken wir mal, wo er angefangen hat. Wird mich echt interessieren. Schauen wir mal schnell. Irgendwo wird er angefangen haben. Und wir lassen uns das einfach mal laufen und gucken uns das dann vielleicht heute Nachmittag an. Auf jeden Fall, die Sandsteinproduktion läuft. Wo hat denn der jetzt angefangen? Irgendwo wird er angefangen haben. Es ist so groß, ich kann es nicht sagen. Wir lassen es auf jeden Fall laufen. Und wie gesagt, es wird ein bisschen reduziert werden. Ich werde es aber heute Mittag auch nochmal erwähnen. Und, Entschuldigung, jetzt gucken wir uns das mal an, ob es hier weniger wird auch. Ja, es wird weniger, also er baut. Es gibt nur noch eine Folge täglich ab Montag, nächste Woche. Natürlich werde ich gucken, dass ich abends eventuell den Livestream mache. Kann ich aber auch nicht immer versprechen. Kommt darauf an, wie ich die Zeit habe. Okay, dann sage ich mal, ich bedanke mich ganz herzlich fürs Zusehen. Das war jetzt heute ein bisschen länger, aber das wollte ich jetzt hier einfach mal in Gang bringen. Dass ihr seht, wie das auch, was dazwischen den Folgen ab und zu läuft. Ne? Die ganze Vorbereitung. Und wie ihr seht, ich kann da jetzt eigentlich nicht weiterspielen, weil es ruckelt wie verrückt. Ja? Und es ist verdammt grell. Ich kann ja hier mal das Licht ausschalten. Es wird nicht besser. Okay, also dann bedanke ich mich fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.